Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Mittwoch, es geht wieder um die garantierten Team of the Season Packs. Ich habe wieder insgesamt 3 am Start, einmal von der MLS, zweimal von der La Liga, einmal das Spiel im Cup, einmal die SPC, was wir abschließen werden. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefällt, über ein Like würde ich mich riesig freuen und einen Kommentar natürlich auch. Schreibt es gerne rein, was ihr so gezogen habt aus den Packs und ein Abo, natürlich jeder, was ein Abo da lasst, hat ein XXL Jarak. Genau, so ist es. Und ich glaube, bei den Zielen können wir auch noch was abholen bei den Tagesanmeldungen. So ein La Liga Pack, glaube ich, ist es so. Das 8er, also das kleine. Aber schauen wir mal hier rein und es sind auch Showdown SPCs rausgekommen von der MLS. Und ja, da gibt es anscheinend jedes Mal 2 Brüder. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss. Die Stats sind jetzt nicht so schlecht. Also wenn man Bock drauf hat, kann man es mitnehmen. Das ist 2x83er Rating. Einmal braucht man 2x84er, einmal 2x85er. Dann nochmal von Portland. Da gibt es auch anscheinend 2 Brüder. Da braucht man auch 2x84er. Also immer komplett die gleichen Anforderungen. Hier ist mal ein ZM und ein ZM. Ich werde es nicht machen. Wie lange ist das abschlossbar? 10 Tage? Ja gut, wenn ich vielleicht am Wochenende ein paar Doppelte ziehe, dass ich da vielleicht das mitnehme, aber generell habe ich es nicht im Sinn, dass ich es mitnehme. Dann, ich weiß nicht, 81 mal 11 La Liga, ich habe von denen noch kein gutes gesehen. Also die Drop Rate generell von La Liga Dots ist das geringste. Die Bundesliga hat mehr gegönnt, Premier League hat mehr gegönnt. Dann Community dort sowieso, aber hier La Liga, boah, wenn das ein Zeichen für Ligue 1 ist, dann gute Nacht. Aber ich weiß nicht, schau mal, vielleicht nehme ich es sogar mit, da bin ich noch beim Überlegen. Und dann einmal hier La Liga dort, was heute rausgekommen ist, da braucht man 84er Rating, ohne was, und ein 86er Rating mit einem Team of the Season oder Team of the Season Moment. Sind die teurer geworden? Kann sein, dass ich mich gerade komplett irre, aber mir kommt vor, das ist teurer geworden. War es nicht immer so 84, 85 oder war schon immer ein 86er Rating dabei beim Bundesliga? Kann sein, dass ich mich komplett irre, mir kommt vor, es ein bisschen teurer war. Und dann MLS Dots, da muss man 83er Team abgeben mit 2 84er. MLS Dots, im Prinzip, es wird egal sein, was ich ziehe. Ich will eh nichts spielen, Wähler wäre cool, Mukta oder wie der heißt, wäre auch cool. Mukta würde ich wahrscheinlich nicht einmal auf die Bank setzen, weil Stürmer habe ich andere. Wähler vielleicht, aber na gut, ich schließe trotzdem ab. Ich fülle mal schnell auf und dann haben wir schon das erste Team of the Season Pack. So, und das hier gebe ich ab. Ich habe geschaut, dass ich einige La Liga-Spieler reinpacke, weil ich habe die Woche auch ein paar Upgrade-Packs gemacht. Also ich habe mal 10 vorbereitet von den normalen La Liga-Upgrade-Packs und dann recraftet. Es werden so 15, 13, zwischen 13 und 15 Stück werden es gewesen sein. Und keinen einzigen Dots gezogen, also ja, war 83er, aber hat gar nicht gegönnt, muss ich sagen. Aber hier haben wir MLS Dots Upgrade. Machen wir dann auf. Jetzt schließen wir noch das La Liga Dots ab. Gehen wir gleich rein mit einem 86er Rating. Da werde ich gleich irgendeinen Team of the Season abgeben, den ich nicht brauche. Und den Rest ein bisschen auffüllen. Sehen wir uns gleich wieder. So, hier haben wir das erste Team. Da gebe ich gleich da den Ferreira von der MLS ab. Sonst würde ich ihn safe doppelt ziehen, wenn ich ihn nicht abgebe. Da noch den einen Food Fantasy, glaube ich, war das. Gehen wir auch ab. Und ja, sonst nichts Besonderes. Der beiden 86er Milinkovic Savic habe ich noch kaufen müssen. Premium gemischte Spielerpack gibt es dafür. Und dann gehen wir weiter ins 84er Rating. Einfach nur 84er ohne irgendeinen Schnickschnack. Werde ich hoffentlich auch noch alles im Verein haben. Dann haben wir hier jetzt das zweite Team, da hatte ich alles im Verein, bis auf Angelino, den habe ich mir geholt. Game up, gibt es ein Elektrum-Spieler-Pack dafür. Nice, und dann haben wir zweite Team of the Season-Pack, was wir abgeschlossen haben. Und ich bin echt, was soll ich das noch machen? Die waren echt Schrott, aber egal, ich nehme das auch noch mit. Ich schließe das auch noch schnell ab. So, dann haben wir das auch. 11x81 La Liga Upgrade. Bis jetzt, was ich gesehen habe, ein absolutes Scam. Aber vielleicht gönnt es ja heute bei mir. Eins habe ich ja geöffnet und das war absolut bodenlos. Gehen wir hier hin auf Ziele, dann Meilensteine. Da bei den Tagesanmeldungen, glaube ich, kann ich so ein Backup holen. 8 La Liga Spieler Set. Ja, passt. Das nehmen wir mit. Das öffnen wir auch gleich. Da gibt es auch ein Bundesliga Spieler Back, der dann absolut
Und Premier League, ja, man kann sich die vielleicht aufheben bis zum Best-of, aber das hätten sie doch ein bisschen besser timen können, finde ich. Das nehmen wir auch gleich mit. Der ist halt absolutes SBC-Futter, 90er Rating. Ich glaube, der hat auch mittelhohe Arbeitsraten, also eher nicht so interessant. Und die Stats, ja, sehen eigentlich gar nicht so übel aus. Bisschen mehr Tempo könnte er vertragen. Kommt in den Verein und jetzt kommt das Interessante. Nein, da wollen wir nicht mit, sondern auf Ziele. Wo ist es? Das habe ich auch schon, also in Sydney habe ich auch schon fertig abgeschlossen. Den werde ich mir später mal abholen. Dann, man sieht hier, Carrasco habe ich auch geholt. Ich habe die Woche ein bisschen was gemacht. Ich habe auch das, den Silverstar habe ich mir auch erspielt, den alten. Also da ging schon ein bisschen was. Und hier jetzt für einen Sieg den La Liga, oder nein, Dots Leihspieler. Nicht La Liga, nur Dots. Dann gibt es hier noch einen LV dazu. Geier, der sieht übrigens ziemlich stabil aus, wie ich finde. Also wer von der La Liga irgendwas brauchen kann und auf dem Linksverteidiger auf der Suche ist, kann man easy einbauen. Und die Stats sind richtig gut. Das ist vergleichbar mit Captivilla, finde ich. Dann schauen wir weiter. 7 Siege. Da gibt es wieder irgendein, zwei Spielerpack dafür. Und für CC gibt es noch einen 85 plus Spieler Dingsbums. Und dann holen wir es jetzt ab, den La Liga Pokal. Einen garantierten La Liga Dots Spieler. Da haben wir das Ganze. Und jetzt gehen wir direkt in den Shop. Boah, da haben wir 44 Packs. Ich muss safe ein bisschen was öffnen. Ich schaue kurz einmal, ob man hier irgendwas sieht. Zwei Goldspieler, nö, das sieht man nämlich nicht einmal. Okay, nö, ich öffne jetzt ein paar Packs, bis man die ganzen Packs sieht, die ich öffnen will. Wenn irgendwas kommt, dann zeige ich es, aber ich werde jetzt irgendwas Schrottpacks öffnen, also bezweifle ich, dass irgendwas kommen wird. So, hier sehen wir jetzt das erste Pack, was wir öffnen wollen, und zwar ein 8er Ligaset. Das war ja von den Tagesanmeldungen. Schauen wir, ob irgendwas drin ist. Okay. Durchläufer wird Spanien, Torhüter und es wird ein 83er. Danke EA dafür. Na gut, die habe ich sicher schon alle untauschbar doppelt. Ja, das heißt, die kann ich abstoßen. Dann schauen wir weiter, ob ich mittlerweile irgendwas anderes noch sehe, aber ich bezweifle das einmal stark. Ja, genau so ist es. Das heißt, ich will jetzt wieder weiter Packs öffnen. Wenn das kommt, zeige ich es euch. So, jetzt haben wir Nummer 30 Packs, das heißt, wir sollten alle sehen. Und hier ist es ja, MLS Dots, La Liga Dots, La Liga Dots und 11x La Liga. Ich werde als erster das MLS Dots aufmachen, dann das 11x81 plus von der La Liga und dann 2x La Liga Dots. Wenn das das erste Video ist, was um mich jetzt, ich weiß, ich habe mittlerweile viel gelabert, ich weiß nicht, was ich alles reinschneide. Und die anderen wissen es ja, vorige Woche Bundesliga Dots. Genau gleich gemacht, zwei Bundesliga Dots geöffnet, 2x Schlotterback bekommen. Eine Woche davor Premier League Dots. Auch zwei Packs gleichzeitig geöffnet. 2x Harry Kane bekommen. Also ey, bitte geht's mir mal nicht zwei gleiche Spiele. Ich wäre zufrieden und sonst. Ich habe nur eine La Liga dort im Blauen, der ist tauschbar. Das heißt, ihr könnt mir was gönnen, ey, aber schauen wir hier mal rein. Und wie ich schon gesagt habe, MLS dort für mich ein etwas interessantes Wähler. Wäre der Einzige, was auf die Bank kommen könnte. Mukta sieht gut aus und dann gibt es noch irgendeinen ZOM, der was auch nicht schlecht ausschaut. Aber 3-1, gehen wir rein. Schau mal, es wird, welche Flagge wird es? Deutschland, ne, wird es Mukta? Ne, es wird Wagner, glaube ich, heißt er. Ja, genau, Wagner, der LV, ja, wird ein gutes SBC-Futter sein. Irgendein 90er brauche ich ein, 3-3, links, ja, werde ich nicht sagen, welchen SBC packen wir. Und das heißt, jetzt kommt mal die interessanten Bikes eigentlich. Vor allem auf das 11x81 bin ich gespannt, weil ich habe von denen bis jetzt kein einziges Gutes gesehen. Kein einziges Gutes von den 11x81er Liga-Packs. Bundesliga, da war 2 von 3 waren Team of the Season drin, kann man sagen. Aber hier, komm, je, zeigt, dass ihr was könnt. Gehen wir rein. Wir blau, komm. Ah, okay, danke. Aber warum gönnen die so wenig? 84er De Paul. Ich weiß nicht, gibt es in der La Liga viel mehr 81 Plus Spieler als in der Bundesliga oder was?
Oder warum ist er so schlecht? Ja, komm, den stoßen wir ab. Und jetzt kommen wir zu den garantierten La Liga Packs und ich bin gespannt. Bitte nicht wieder zweimal das gleiche. Und es könnte in so einem Pack auch mal was Spielbares dran sein. Also, yay. 3, 2, 1, komm. Brasilien oder Frankreich will ich sehen. Polen wäre auch okay. Okay, es wird Moments, es wird Spanien, es wird rechtes Mittel. Oh! Nein! Ich will mich nicht beschweren. Marcos Llorente ist stark. Richtig, richtig stark. Oh, was ist der wert? Schneller Footpin schauen. Oh, nicht das Gottbilder. Llorente, was bist du wert? Okay, der ist hier sogar bei den beliebten Spielen, ist das aufgezogen. 730.000 ist der wert. Also der. Ich hab nie was gesagt. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Der hat wirklich kranke Stats. 4-4 auch. Als Außenverteidiger, RV in der Fünferkette, in der Dreierkette, der wird alles zu vernichten. Ey, und ich bin zufrieden. Also ich bin nach dem Pick bin ich schon zufrieden. Ich kann ihn wahrscheinlich nicht einbauen, aber trotzdem. Ich habe halt wieder den Rot gezogen, bei 11 Siege, bei meiner schlechtesten Wiggenliga habe ich meinen besten roten Player-Pick bekommen. Hier jetzt den und yay. Ich will ja nichts sagen, aber nicht noch einmal den gleichen. Ich bin zufrieden, aber einen anderen bitte. Ich gehe rein, komm, gönn. Okay, es wird auf jeden Fall was anderes. Es wird. Mein Gott, wie gönnen die? Wie heftig gönnen die bitte? Was ist Modric wert? Modric. Modric ist 500.000 wert. Insgesamt über den Mio gezogen aus den zwei Packs. Krass, 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 krass. Naja, diesmal kann ich mich nicht beschweren. Da war definitiv Backlag am Start. Es hätte sehr, sehr viel schlechter ausfallen können für mich. Die Trieb, alles auf 99. Passen auch extrem krass. Na gut, dann bauen wir vielleicht ein bisschen um das Team. Eine Doppel 8, weil Valverde und Modric. Könnte schmecken. Könnte schmecken. Aber ja, das war's für diese wieder. Ich bin echt, es ist unglaublich. Ich kann mich mal nicht über EA beschweren. Die haben mal wieder den Schalter bei mir umgelegt und gegönnt. Ja, schreibt auf jeden Fall rein, was ihr gezogen habt. Sie mich richtig interessiert. Ob sie auch Backlack hattet, so wie ich. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch was und ciao. Bis dann. Endlich mal.